Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Last of Us Remastered. Das letzte Mal sind wir aus Davids kleiner Schlachthalle entkommen. Und ich würde sagen, wir müssen jetzt ordentlich Gas geben, damit er uns nicht erwischt. Ja, da schießt er schon. Ich brauche eine Waffe. Okay. Ich schaff das. Ja. Jetzt heißt es ruhig bleiben und sich erstmal ein bisschen verbinden. Und schnell weg hier. So. Wer hat geschossen? Ja, und da sind unsere Verfolger. Oh, verdammt! Ja, die überlegen sich schon ihre Strategien, wie sie mit uns umzugehen haben. Das Lustige ist sie, oder das Lustige, das, was halt auffällt, ist, sie sagen, die Frauen und Kinder, die nicht bewaffnet sind, sollen weg von hier erstmal. Und da ist einer von denen. Ja, das heißt, ganz schlecht können die ja nicht sein, wenn sie Frauen und Kinder tatsächlich haben. David hat es bei der ersten Begegnung schon angedeutet. Komm raus, du Feigling. Oh, shit. So, und ich werde mich jetzt hier möglichst schnell verschüssen. Denn es gibt ja eine Route, die man einschlagen kann, die eigentlich immer funktioniert. Denn da oben ist einer, den ich möglichst von dort oben weghaben möchte. Der ist nur halt nicht da, leider. Gott, er kommt. Oh. Oh. Wo kommst du denn auf einmal her? Das Gute ist, durch den Schneesturm sind hier wirklich quasi alle blind. So. Okay, der kommt runter. Oh, das ist ideal, wenn sich die beiden, die dieses Areal patrouillieren, jetzt da nach links verschüssen. Dann können wir... Sie sind überall. Wo lang? Verdammt. So. Und jetzt heißt es ein bisschen Geschwindigkeit. Und sie haben uns schon wieder verloren. Sehr gut. Der reinste Irrgarten. Das kann man wohl laut sagen, aber der Schneesturm hilft uns natürlich auch. Nicht enorm, weil unser Lauschmodus ist dadurch eigentlich ziemlich nutzlos. Weil alles weiß in weiß ist. Ja, wir beißen niemanden. Wir haben allerdings David gebissen. Das heißt, sein Leben ist im Moment eine tickende Zeitbombe. Wo soll ich hin? Vorausgesetzt, Ellies Biss ist wie der eines Infizierten, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe. Und was wahrscheinlich auch das ist, was am logischsten anzumuten hat. So, da vorne ist einer, den müssen wir jetzt nur abwarten. Denn... Wo sind sie?
Ach, ja, die Typen hier kennen keine Gnade. Wenn die uns entdecken, dann haben wir es nicht lustig. Aber gut, dass die durch den Sturm relativ blind sind. Wenn auch nicht so blind, wie ich es gerne hätte. Ah. Komm schon, geh weg. Sehr gut. So. Und dann ist hier ein Weg aus dem Sturm raus und rein in ein Häuschen. So. Das war mal eine Großküche. Oh, und hier gibt es nochmal ein Medipack, das wir jetzt gerade nicht brauchen, macht aber nichts. So, und auch hier muss es ja einen Ausgang geben. Da vorne ist ja schon eine Tür. Wieder zurück in den Schneesturm, aber vielleicht näher am Ausgang aus diesem Ort. Finde dich gleich. Wie hast du es geschafft? Schon okay. Du kannst nirgends hin. Du willst raus? Dann hol dir doch den Schlüssel. Du bist nicht infiziert. Kein Infizierter kämpft so hart um sein Leben. Meinst du? Ich brauch die Schlüssel. Ja, das ist keine gute Idee gewesen. Was ist jetzt, Ellie? Ich muss zugeben, ich hab's dir geglaubt. Ganz kurz hab ich's dir abgenommen. Aber nur ganz kurz. So. Das war gut, Kleine. Alles kommt in Ordnung. Nimm mir das doch ab. Mich immer wieder. Und ich glaube, ich werde es auch hier ein bisschen leise sein. Jetzt ist es zu spät. Vorsichtig. Wenn du aufgibst, wird es kurz und schmerzlos. Ehrlich. Oh, verdammt. Ja, du kannst mich mal. Und wie du willst. Sag aber nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Nein. Lauf, kleines Häschen, lauf. Mag ich nicht. So, jetzt haben wir ein Problem. Weil jetzt in dieser Situation wird David auch ein bisschen aggressiv. Das bedeutet, wenn er uns jetzt in die Finger bekommt, haben wir es nicht lustig. Aber wenn wir ihn einmal sehen und er uns nicht, haben wir eigentlich schon gewonnen, außer er kommt jetzt genau hierher. Was ich mal nicht hoffe. Weil dann ist es Game Over. Sehr gut. Ah, das ist jetzt nicht so gut. Aber ich glaube, ich habe da schon eine Lösung für, was wir jetzt tun können. Und zwar hoffe ich, kommt der wieder hierher.
Und... Und jetzt sind wir wieder mit Joel unterwegs. Willkommen in Silver Lake. Joel sucht ja immer noch nach Ellie. Und ihm geht's schon besser, wie man seinen Bewegungen vielleicht anmerkt. Ich werde jetzt hier vielleicht hier zum Beispiel auf die El Diablo wechseln. Was zum Henker? Halt. Nehmen wir uns doch mal den hier vor. Nein, die sind gerade relativ voneinander unabhängig. Zur Not kann ich mal kurz meinen Bogen zücken. Ah nein, das ist jetzt nicht so gut. Wobei... Holala! Wenn das gut geht... Es geht tatsächlich gut. Okay, damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. So, jetzt komm her. Hier gibt's noch mehr von denen, das heißt, leise sein ist angesagt. Ja, ich nehme dieses Holzstäbchen übrigens nicht, weil wir eine voll funktionierende Axt haben oder ein Beil, wie man es auch immer nennen möchte. So. Da vorne konnten wir übrigens keinen Sprengstoff und keine Klingen aufnehmen, deswegen werde ich nochmal hier das hier machen und, Sekunde, ich werde auch nochmal schauen. Nee, schwankende Waffe, das nächste, was ich machen möchte, ist noch nicht verfügbar. Jetzt können wir hier einmal, ach nee, das andere war keine Klinge, sondern Band. Okay, das ist jetzt nicht ideal, aber wir kriegen es trotzdem hin. Ja, ich schleiche jetzt hier übrigens, weil ich hier in etwa weiß, wo die ein, zwei noch fehlenden Typen herumlungern. Aber das Gute ist, hier ist immer noch ein Sturm. Also Joel mit in seiner Kondition findet es vielleicht nicht allzu gut, aber es macht das Durchkommen hier deutlich leichter. Und hier ist noch was an Zeug, was sehr gut ist. Aber nicht mehr, okay. So. Und diese Glocken, je näher wir an diesen Glocken dran sind, desto näher sind wir natürlich auch an Ellie dran. Weil wir haben mit ihr ja auch diese Geräusche gehört. Okay, hier ist nichts. Ich schaue mich hier nochmal kurz um. Vor allen Dingen, weil ich weiß, dass es hier noch etwas gibt. Eine versperrte Tür. Na bitte. Die ich aufmache. Und hier gibt es übrigens das, glaube ich, letzte Handbuch, und zwar Rauchbombenverbesserung. Wie gesagt, in meinen Augen ist nicht das absolut nützlichste Buch, Trainingsbuch, aber trotzdem. So, jetzt machen wir erstmal den hier. Hier, wir könnten ein Medikit oder ein Molotow-Cocktail machen, ich werde aber erst, wenn ich es wirklich brauche, angehen. Und bis dahin gehe ich nochmal hier rein. Denn hier kann man jetzt vielleicht sehen, ja. Da oben sind
Patrouillen. Ich weiß nur nicht, ob ich die so ausschalten kann. Ah, die sehen mich so gar nicht, okay. Wegen am Schneesturm. Und funktioniert. Oh. Gut, das war jetzt vielleicht gar nicht das Intelligenteste, was ich hätte tun können, macht aber nichts. Wo ist dieser Typ, verdammt? Gute Frage. Ah, okay, der andere kommt auch nochmal hier in die Gegend. Dann werde ich doch schauen, dass ich mich durch den Container durchbegebe. Sobald sich die beiden irgendwo da hinten umschauen. Na ja, komm, beweg dich weiter, danke. Gut. Jetzt durch hier. Schön leise und unaufmerksam. Also, für sie unaufmerksam. Jetzt hier weiter. Der Typ da oben kann bleiben, wo der Pfeffer weg... Oh, die kommen zurück. Jetzt ist vielleicht das Beste, wenn wir rennen. Weil wir müssen hier lang und gut, dass ich das weiß. So. So. Zugemacht, zugesperrt. Ja, Ellis Rucksack. Ah. Gut, dass wir uns den mal schnappen. Dann verliert sie nämlich nicht ihr ganzes Zeug, das wir vor zwei Parts in ihrem Rucksack gefunden haben. Beispielsweise den Brief ihrer Mutter, weil wenn sie den verlieren würde, wäre das, glaube ich, nicht so gut für ihre mentale Gesundheit. Was ist das? Was macht Ellis Zeug hier? Ja, wenn da der Grosch noch nicht gefallen ist, würde er vielleicht jetzt gleich fallen. Hier sehen wir übrigens eine kleine Liste bezüglich Fleischbestand. Und was für ein Fleisch das ist. Bei den Leuten hier, das können wir uns vielleicht schon ahnen. Und Joel. Oh Gott. Spätestens jetzt. Ich muss sie finden. Ich muss sie finden. Ja. Das wissen wir. Ellie. Ich wusste, du hast Herz. Es ist okay, aufzugeben. Ist keine Schande. Woher nicht? Gar nicht dein Stil, oder? Du kannst doch betteln. Leck mich! Du kannst nicht. Hä? Ja, dann lass dir gesagt sein. Du ahnst nicht einmal, wozu ich fähig bin. Ah!
sicher! Sogar, ich bin's! Ich bin's! Ich bin's! Hier, hier! Ich bin's! Er wollte mich! Ich weiß. Okay, Kleines. Es ist okay. Es ist okay. Es ist okay. Frühling. Ellie! Ellie! Hast du mich gehört? Nein. Was? Da. Krankenhaus. Das ist unsere Ausfahrt. Na los, Kleine. Ja, und im Frühling sind wir nun endlich in Salt Lake City angekommen, beziehungsweise auf der Autobahn erstmal. Und wie wir unseren Weg dann Richtung Krankenhaus machen, sehen wir beim nächsten Mal bei Let's Play The Last of Us. Bis dahin sage ich Tschüss, Leute.